Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Last Ossis, Last Oasis. Ich wurde abgeholt in der letzten Folge. Jetzt sind wir hier bei Maki irgendwo, nehme ich an. Ah ja, da ist er und steht da. Ja, diese Animation ist irgendwie ein bisschen bescheuert. Ja, wir helfen Maki jetzt weiterhin, ihren Walker fertig zu bauen. Nö. Und werden dann mal weitersehen. Es kann sein, dass ich dann mal einen kurzen Schnitt machen muss, weil, wie gesagt, der Punkt noch nicht funktioniert, dass ich reisen kann. Und dass wir reisen können. 3 Milliarden Pflanzenfasern. Warte, kann ich dir geben, komm her. Obwohl, nee, kann ich dir gar nicht geben. Für was brauchst du uns? Fürs Verbessern? Ein Gremlin Hook. Ich helf dir. Oder so brauche ich. Und dann brauche ich ja die für diese Fächer auch noch, oder? Da brauchst du die richtigen, da brauchst du diese Stoffdinger, dafür musst du die Viecher töten. Die Stoffdinger habe ich aber. Stoffdinger habe ich genug. Manchmal bin ich Banane, ja, Gurke, das kann sein. Du bist manchmal Gurke, ich bin manchmal Banane, ist doch nicht schlimm. Da haben wir schon einen ganzen Früchteteller hier zusammen. Ja, liebe YouTube-Freunde, ich habe nämlich nicht nur die YouTube-Aufnahme in der letzten Folge beendet, sondern auszusehen auch den Stream. Ja, das sind halt Dinge, die passieren einem Beutel. Komm her, Maki, schau hier was ins raus. Geht das überhaupt? Wer wollte riesige Kaktusfrucht eben haben? Ja. Ich brauche 2 Stück, bitte. Ich habe eine, noch einen stecken. Wo kriege ich die denn? Wahrscheinlich von diesen Riesenkakteen, wo keine hier in der Nähe ist, ne? Genau, von diesen Riesenkakteenpflanzen und manchmal in solchen Kisten drin. Und brauchst du sonst noch was, Maki? Holz? Nee, warte mal, ich habe das Ding jetzt hergestellt. Du kriegst jetzt noch Holz und du kriegst jetzt noch Stein. Komm, wir geizen hier nicht. Heb das alles auf. Dann kriegst du noch das. So. Heb das hier alles auf, bevor es despawnt. Los jetzt. Ah, das andere Zeug ist alles noch in meinem anderen Walker, glaube ich. Okay. Ah. So, dankeschön. Wo ist jetzt mein Ding? Das hier auch noch? Ja, heb auf. Das brauchst du auch gleich. So. Oh, guck also, mal, wie unser Clan-Logo aussieht. Geil. Clan-Logo? Das sieht man an unseren Flügeln. Ich habe eine andere Farbe dadurch. Stimmt. Ah, und nicht rot. Nur andere Farbe, okay. Und auch dieses schwarze Auge mit den Spikes. Der fällt hier einfach Bäume. Der fällt hier einfach Bäume. Hm. Oh, sorry. Mein Baum. Haust du meinen Beutel? Ich drück die ganze Zeit Alt, weil ich damit wegrollen will. In welchem Spiel ist das so? In erster Linie in. Ich habe das in allen Spielen, in denen man Dodge rollen kann, auf Alt liegen. Ah, okay. Das ist, glaube ich, eher der Punkt, warum ich das habe. Ursprünglich wegen ESO, da weil es mit Doppelklick nicht gut war und dann jetzt zuletzt bei Conan. Ah ja. So, Maki, wie weit bist du? Ich versuche irgendwie mit diesem Grappling Hook irgendwie irgendwas anzustellen, aber ich check's nicht. Einmal mittlere Maustaste drücken, einmal E und Q und dann ist der Quest abgeschlossen. Und danach probierst du es mal richtig aus. Ich habe die Tasten etwas anders. Also was, ich habe jetzt hier ein gelbes Dingens und ich weiß nicht, was ich machen soll. Also was soll ich bei mir machen? Ist es mittleres Mausrad, da tippst du hier auf die Kante und dann drückst du E. Wie heißt und denn die, also mittleres Mausrad ist bei mir benutzen. Ja. E und Q haben sonst, glaube ich, keine Funktion, doch irgendwie so seitwärts sollte man irgendwas machen damit. Wie heißt denn diese Aktion? Moment. Die heißt eigentlich Grappling. Naja, bei der Tastaturbelegung musst du ja gucken. Das ist dann unter. Das ist abwickeln und aufwickeln. Q und E. Ach du Gott. Das ist, wenn du in der Tastaturbelegung bist, ganz hoch gescrollt bist, dann ganz unten. Und aber wenn ich Q mache, da passiert überhaupt nichts. Na, du musst erst den Haken schießen. Du musst erst den Haken schießen. Du hast den noch nicht geschossen. Wie schieße ich denn diesen Haken? Mit mittlerer Maustaste. Ja, nee.
Tastaturbelegung. Das ist Tertiäraktion oder Grappling Hook abschießen. Ach, das habe ich. Ja, okay, da habe ich vorhin gesagt, ja, das ist nicht belegt. Okay! Ganz gut langsam so. Alter, was für verschiedene Walker gibt, das ist so bescheuert. So, und jetzt mit Q? Nee, mit E? Okay. Ah ja, okay. Mit Q lasse ich mich wieder runter. Und wie lasse ich das los? Mit, wieder mittlere Maustaste, also wieder Grappling Hook. Alles klar, okay. So, dann such ich mir jetzt mal so eine große Kaktee. Ist die. Warte mal, ein Kaktus ja, heißt das. Ich wollte gerade sagen. Ist der Singular von Kakteen? Kaktee? Nee, er ist tatsächlich Kaktus. Kaktus? Aber, nee, der Singular. ich muss jetzt hier Rupu-Camps überfallen. Oh da ja, das fetzt. Oh ja, da gehen wir jetzt hin alle zusammen, das macht das auch sinnvoller, oder? Da gibt's auch gut Loot. Genau. Na, dann geht ihr vor und ich folge euch. Warte mal. Kann man erkennen, wem welcher von denen gehört? Nee, ne? Hast du schon die Flügel? Ohne Flügel ins Beine. Ich hab auch die Flügel dran, aber damit kann man es mir. Willst du die Flügel haben, Maggie? Nee, die muss ich ja noch bauen. Ich muss erstmal die Rupu-Camps. Ja, ich würde sie ja auch nicht dran setzen, weil wenn du sie dran setzt, dann backt das am Ende rum und sie kann ihre eigenen nicht dran setzen. Für die Quest. Halt, wartet genau. Auf mich. Jo, bin drauf. Cool. Taxi Unternehmen Daniel. Ja, das wird am Ende berechnet hier. Aber jetzt habe ich mich so an Red Dead Redemption schon gewöhnt, ne, mit dem automatischen Laufen. Kannst du aber auch machen auf K. Nee, ich meine aber, dass du auch einen sinnvollen Weg läufst, ohne dass du jetzt unbedingt. Ja, außer du rennst in einen Puma rein halt, ne? Das kann halt schon passieren. Das ist gar nicht Autowalk auf H, was ist ein Autowalk G? Nee. Nee, G ist. Ich dachte, es gibt Autowalk. Vom Läufer vielleicht nicht. Kann ich irgendwie weiter rausscrollen? Irgendwie? Ja, mit Plus und Minus auf dem Nummernfeld. Ah! Oh, nice. Ah! Gehen wir in das richtige Dorf und zu der Sehenswürdigkeit da hoch? Oder suchen wir uns jetzt einfach irgendwelche. Also, ich bin auf soll drei Lupu-Camps machen. Also, die Sehenswürdigkeit. Ist nicht sehenswürdig. Die bei schon. Obwohl, doch, okay. Lass uns da hingehen, ja doch. Auf dem Weg müssen wir doch eh durchs Dorf dann da oben, oder? Seid echt schon wieder so weit weg, wieso? Und hier gibt's sowieso so viele Rupus auf Wir dem sind, glaube ich, durch die Flügel ein bisschen schneller. Ah ja. Oh je, ich fall doch hier runter, oh Gott. Langsam laufen. Sagt der gerade hier riesen Staubwolken aufwirbelt. Wie soll ich denn hier langsam laufen? okay. Oh, ist das geil zu dritt? Ja. Vor allem lassen da die Viecher dann ja fast in Ruhe. Einer blockt, die anderen hauen drauf. Aber ihr müsst doch ein paar für mich übrig lassen für meine Quest, gell? Nee, wir sind noch nicht in dem Dorf. Wir sind noch nicht in dem Dorf. Aber, also Friendly Fire, ne? Wenn ich einen Stab haue, der hat ein bisschen Schwung. Vor allem Reichweite. Echt, das Friendly Fire? Oh ja, tatsächlich. Das, Oberorg. Steht es dabei? Ah, das steht da oben dabei. Ah, nice. Ja, man kann die auch umbenennen. Warte, ich nenne mal meinen mal um hier. Nenn dein mal Maki. Ah, okay, gut. Oh. Ah, okay, ich kann mich auch mit dem Enderhaken an einem anderen Walker festhalten, sehe ich gerade. Ich reiß mal kurz mit Evil Knight. Ich glaube, wir sind in der Sackgasse gelaufen. Ja, wir sind in der Sackgasse gelaufen. Also Y und Z ist also hier... Also umdrehen? Ja. Y und Z ist hier vertauscht, ne? Also bei mir zumindest. Gibt es irgendwelche Termitenköniginnen in der Popkultur, wo man den Namen von für den Läufer hier verwenden könnte? Weil ich finde, der sieht aus wie so eine Termitenkönigin mit den Flügeln. Keine Ahnung.
Ja, hüpf hier runter, komm. Ja, was soll's, ne? Wir haben erst einen Läufer heute verloren. Du hast doch Flügel, du kannst doch fliegen. Und hat funktioniert. Super nice, super nice. Also ich komme hier nicht so wirklich hoch irgendwie. Aber das Problem mit ist... mit Umschalten kann man ja Gas geben. Du wirst hier nicht durchkommen, Evil Knight. Warum nicht? Ja, ich glaube, du kommst hier nicht durch. Das wäre jetzt blöd. Ich bin gerade hinterher gesprungen. Ich kann nicht mehr rückwärts. Bleib ich hier oben? Was tut ihr da? Soll ich da auch runter oder soll ich lassen? Wart erstmal kurz. Ich glaube nämlich, die fahren ein bisschen wieder hoch. Nee. Da fehlt ungefähr ein halber Meter. Ja, doch. Mit ein bisschen drücken kann man diesen Felsen hier nicht wegmachen. Hat einer eine Spitzhacke? Oder kann der einer? Ja, ist das einer zum Angreifen der Felsen oder nicht? Ich weiß es nicht. Ja, das ist einer zum Angreifen, aber. Ey, dann, das habe ich doch gerade eben noch gefragt. Warte doch mal. Weil. Wunderbar, ja, mal den und kannst runterkommen. Hast du eine Spitzhacke oder was? Aber natürlich. Was der alles hat. Ich höre irgendwo Affen. Okay, Maki, kannst du runterkommen? Ja, ja. Versuch's. Mit dem großen Walker kannst du auch dagegen fahren, dann gehen die kaputt, die Steine. Hupenai, hui! Ich glaube, ja, da komm. Links im Stein, na, da steht einer. Er wirft schnell zu auf uns. So, meine Spitzhacke ist aber gleich kaputt. Ich brauche wieder Knochensplitter dann in der neuen Welt. So. Beutel? Ja, super, souverän ist sie runtergekommen. Na, ganz langsam runtergekraxelt. Das ist ja langsam. Ja, ja. Ja, die Maki, die ist halt vorsichtig. Ich will nicht kaputt machen, bevor er fertig ist. Er geht nicht kaputt. Du hast da zwei Lebensanzeigen, aber ich glaube, die kannst du nur als Spieler kaputt machen. Ja, die gehen nur durch PvP kaputt, nicht durch irgendwo runterstürzen. Okay. Aber es sieht immer so aus, als würden da so Dinger wegfliegen. Mhm. Ja, ja, das ist nur für schlechte Gewissen. Funktioniert also, bei mir. Du musst dazu sagen, das hier könnte man auch G-Klasse nennen. Also, ne, der alte Wolf. Hast du auch nicht kaputt gekriegt, könntest auch überall durchfahren. Hi, Polizan! Bist du jetzt richtig, Oberorg? Ja, ne? Ich glaube schon. Ja, ja. Bist du jetzt ein richtiger Oberorg? Das hat eigentlich einen anderen Hintergrund. Ein Kumpel, der wurde mal irgendwann von einem Vater, von einem anderen Kumpel Zwergenkönig genannt. Dann hat er sich auf Steam Zwergenkönig genannt. Und wir haben schon alle auch so Namen, die richtig gegeben und was lustig fanden. Oh, da sind große Kakteen. Wie weit ist denn das noch hier? Muss man ja, vielleicht. Ich glaube, wir parken die hier unten, oder? Fahren wir dann weiter hoch. Ja, Maki muss ja dort durch. Sie muss, glaube ich, auch 5 Rupus töten, ne? Kann das sein? Also hier steht, die muss 3 von den Dingern kaputt machen. Du musst 3 Camps irgendwie looten. Ja, das hast du mit den 3 Camps ja mit den Dorkarten. Ah, okay, dann war das noch damals so, als ich das für YouTube aufgenommen hatte, ja, war es noch so, dass man 5 Rupus töten muss. Oh, jetzt ist der Stinkstuhl. Ja, du musst 3 von diesen Vasen kaputt machen. Die Fässer zählen auch nicht, du musst die Vasen nehmen. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob die Fässer nicht zählen, aber ich will die Fässer gerade haben. Ja, deswegen sag ich, kann es kaputt machen. Das war ein vorsichtig gesagt, lass die Vase für Marlene stehen. Oh, hier gibt's da wirklich eine Sehenswürdigkeit. Richtig. Ja, das Riesending da hinten, aber können wir mal reingehen. Während ihr jetzt gerade mal hier beschäftigt seid, gehe ich mal kurz eine Flasche Bier holen. Oh Gott, ich sterbe. Beschützt mich. Ja. Ja, einfach liegen bleiben, du darfst wieder aufstehen, Kleu. Ah, ja, der ist schon angehittet. Der müsste gleich weg sein. Ja, ja. So, bis gleich. Jo. Ah, ja. Das gibt's, glaube ich, nur für den PC. Das Spiel heißt Last Oasis. Das gibt's aber auch, soll es auch, glaube ich, für Dings rauskommen. Noch für Konsole. Nur erst dann, wenn Ding fertig ist. PC. Oh Gott, Maggie hat mich getötet. Ach du Scheiße, das ist ja mal Mist. Also, was ist denn das für du musst das Friendly Fire Alter. Ausschalten. Ich weiß nicht, wie das ist. Da kommt ja gleich der Nächste. So, da ist er wieder. Evil Knight, die Maki hat mich getötet. Die Maki hat dich getötet? Ja. Aus Versehen, wer stand im Weg? Voll der Anti-Mate. Ja, das ist Maki. Das ist bei
Green Hell nicht anders. Guck dir das an. Ach, da ist komplett noch einer auf dich gelaufen. Das ist Verleumdung hier. Ey! Ist Verleumdung? Soll ich dir den Videoausschnitt zeigen, wo du auf mich zugelaufen kommst? Hey, ich höre Stimmen, ich soll alle töten. Ich habe wirklich Stimmen gehört. Das war authentisch, hallo? So, naja, ich bin ja schon wieder da. Ist alles nicht so schlimm, Maggie, aber nochmal so ein Ding und du fliegst raus, ne? Ja, du musst das Friendly, dann schalt das Friendly Fire aus. Ich weiß doch nicht wie. Ja, dann sprich mit dem Support. Ich spiele das ist die Lösung für alles. Sprech mit dem Server-Admin. So, und ihr erklärt jetzt Maggie gleich, wie sie das mit den Vasen machen soll. Oh, und da habe ich eine halbe Stunde heute Mittag gebraucht, für bis ich das gerafft habe. Ich muss erstmal, Sekunde, ich muss erstmal zurück zu meinem, ich muss was trinken. Und ich suche mal große Kakteen. Das reicht auch, wenn du stirbst, Maggie, dann ist dein Wasserhaushalt automatisch wieder voll. Aha, gut. Ich will aber nicht sterben. Wischt nur jetzt. Komm mal zu uns. Ich. Vielen Dank, Dr. Hasmann, für deinen Host. Mit drei Besuchern. Ich muss da irgendwie rein, gell? Das ja, genau. Die da oben mit der Seilwinde ran und dann hochziehen. Mit dem Grappling Hook, ja. Genau, und dann bindest da. Schaukelst du ein bisschen und dann springst du ab. Oder auch nicht. Ja, es ist ein bisschen kompliziert gemacht, aber es läuft. Okay. Genau, und dann die Vase kaputt hauen, das müsst ihr dann einen Punkt geben und wir räumen dann das nächste Lager gerade hier. Ja. Ich hoffe ja. Oder nehme ich dann Fallschaden? Nee, kein Fallschaden. Nee. Dass tatsächlich bei den großen Kakteen auch die Kaktusfrüchte dran sind, die ich brauche. Ich brauche nur noch eine im Prinzip. Was sind denn jetzt die Dreckskakteen? Au, du Penner! Was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Ich habe das Gefühl, der hat schon ein bisschen mehr Latenz als der andere. Mit meinem Blocken ist echt kacke. Ja, das Blocken ist ja echt kompliziert. Ja, es ging vorhin eindeutig, auf den offiziellen ging es vorhin besser. Ich habe lange Mountain Blade gespielt. Das ist ein ähnliches System. Ja, aber Taxigurke, an der Laufanimation haben sie aber schon was geändert. Also guck mal meine ersten YouTube-Folgen davon, da war das noch wesentlich bescheuerter gemacht. Also da ist der richtig irgendwie so. Das sah aus. So, diese Früchte, wie kriege ich denn die runter? Ich komme in dieses Blüte. Du kannst mit dem Grappling Hook, musst dich da oben hinschießen und dann glaube ich, musst du auch draufhauen oder man kann die direkt einsammeln. Eins von beiden war's. Ja, muss auch kaputt machen. Wir waren im einen da schon drin, die kommt und das hat uns. Ja, rein. Ernten. Du musst ein bisschen weiter auf die Spitze hier von diesem Ding, was da drüber hängt, der Ast. Ja, ja, das habe ich versucht, aber der schwingt dann irgendwie nicht. Also mit WS vorwärts, rückwärts kannst du das machen. Ah, cool. Okay, also einfach dran hängen bleiben, bis jetzt noch ein Stück runter. Und dann fang ein bisschen zu schaukeln. Zwei Früchte habe ich. Da hol ich gleich noch mehr. Das sieht total bescheuert aus. Ich hab's geschafft. Das ist Maggie schon gewöhnt. Ich könnte mal ein paar Skillpunkte verteilen. Ich habe noch nicht doch die zwei Attributspunkte für. Ich habe auch noch gar nichts gemacht. Ich habe auch nur die ersten zwei bis dann irgendwie. Habt ihr da ein Gefühl, was sinnvoll ist? Ich mache immer alles. Also ich habe jetzt erstmal alle gemacht bis Level 10, weil bis Level 10 kostet das alles nur einen Punkt. Ah ja, okay. Damit kostet zwei. Gibt's hier nur zwei Vasen oder gibt's hier. Ach, da drüben sind noch. Ja, ich es gibt immer nur eine pro die wow. Das hat nicht mehr als einer hier den Dinger. Wow, das fetzt, Alter, das fetzt. Oh, Mist. Ich brauch Hilfe. Bin unterwegs. Hab ich davon genug? Könnte sein. Nicht da. Da ist er doch, Erntebeutel. Sehr schön. Erntebeutel? Ich bin hier, genau. Ich ernte nämlich die Kaktusfrüchte. Ja, mach das mal. Und weil ich der Beutel bin, oh je. Ich hab bin ich der Erntebeutel. Dort, wo ich solche Sachen reinpacken kann, wie Felle und so ein Krempel und Seile. Seile sag ich schon, Fasern. Bin gleich tot. Wo spawn ich dann? Wenn du genug Wasser in deinem Läufer hast, in deinem Läufer. Und du kannst doch bei uns in den Läufern spawnen. Also das habe ich auch gerade so gemacht. Wie, da hab ich nur 11 Wasser? Ja, weil er wahrscheinlich bei dir gespawnt ist. Er hat wahrscheinlich bei dir ist er gespawnt. Aha! Drecksack. Du wirst bereits geheilt. Geht das dann hoch oder was? Ja, du bist ein bisschen heller, das tickt hoch. Okay.
Das ist cool. Der Palmenteuche wieder machen, ey. Das ist schon mal geiler als bei Ark. Dass man tatsächlich hier auch Felsen hochkommt, die man zu Fuß nicht hochkommt. Das gefällt mir. Das hat Ark auch mit dem Klettern so schlecht gemacht. Ja, bei Conan Exiles optimal, ja. Ne? Aber hier bei Ark nicht so cool. Und hier ist auch geil mit dem Grappling Hook. Ich habe da gerade Spaß dran gehabt. Ja, vor allem, weil man so coole Sachen hat. Dieses, man kann sich so ein bisschen nach Spider-Man fühlen, ne? Wenn die Gegend stimmt. Ja. Ich finde Spider-Man scheiße. Nur weil du deine Tasten komisch gelegt hast. Nee, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Wir beide bauen gleich einfach nur. Ja. Grinden und bauen. Wir beide bauen. Die anderen sollen machen, was sie wollen. So. Genau. Bin ich wieder verdonnert? Fragt mich irgendjemand? Nee. Nee, genau. Ich gehe dann erstmal aufs Klo, wenn ich diese blöde Vase hier hab. Aber das wird noch dauern. Macht das doch mal. Was brauchen wir denn? Herstellungszeit? 30 Minuten? Oh. Nee, 30 Sekunden. Dieses Feuer ist buggy. Oh, jetzt hab ich eine Frucht gegessen, ich Dussel. Hä? Aber was ist denn jetzt hier schon mit der Phase? Ich glaube, wir machen hier das Wasser. Vielen Dank, Ork. Muss Wasser drin liegen haben und die Früchte, oder? Ja, aber das ging bei mir jetzt nicht. Ich werde mal das Feuer hier probieren. So, Wasser, Früchte. Ah, hier geht's. Ah ne, das landet nur drin. Mein Pfeil da. Aber es passiert nicht wirklich was. Ach, weil kein, Feuer, weil kein Holz drin ist, ich dussel. Ah, okay. Da haben wir das Problem. So. Was machst du auf meinem Walker? Geh weg. Ich hab hier zu tun, Entschuldigung. Geh weg, es ist meiner. Ich bin eigenen. Du hast nur Angst, dass ich ihn kaputt mache. Ja, genau. Oder irgendwo festfährst oder sowas. Und das Wasser klaust, indem du einfach wohnst. So, geilo, ich hab's hergestellt. Levelaufstieg. So, ich muss jetzt mal kurz aufkacken. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, bis gleich. Bis gleich. Domei. So. Eine riesige Kaktusfrucht könnte ich auch mal gebrauchen, dann könnte ich mir eine improvisierte Flasche machen. Hast du noch eine Kaktusfrucht noch über oder hast du nur genau... Ich habe drei Stück für dich, mein Freund. Ich habe drei Stück für dich, mein Freund. Ich brauch nur eine. Du kriegst jetzt drei. Scheiße, wo sind denn die? Dann kann ich mir auch mal die größere Flasche machen. Ach, die sind bei Maki im Lagerfeuer. Kannst du dir rausnehmen. Bei Maki im Lagerfeuer? Okay, jetzt soll ich den Dingiwalker bauen, aber das machen wir erst in der nächsten YouTube-Folge. Weil in der Zeit müssen nämlich die anderen noch die anderen Sachen fertig machen. Deswegen müssen wir auch den Server neu starten. Das will ich euch jetzt nicht antun. Da wird es heute etwas kürzere Folge. Vielen Dank fürs Reingucken. Maki kann sich leider nicht verabschieden. Die ist gerade auf dem Klo. Ja, vielen Dank Evil Knight. Vielen Dank Oberorg. Und ja, bis zum nächsten Mal, liebe Zuschauer. Ciao. Bye. Ciao.